So, 18.12., 18. Türchen, 18. Text. Ein Text aus dem Jahre 1994, etwas aktualisiert. Der Text heißt Jahr 2020. Im Jahr 2020 ist es dann soweit. Der letzte Mensch auf Erden ist der, dem man verzeiht. Der Rest wird weggebeamt und lebenslang verbannt. Alle Bildschirme und Handys werden skrupellos verbrannt. Dann sitzt er da. Erschrocken stellt er fest, dass nichts, was er gern wissen würde, abzurufen ist. Ganz elementare Dinge wie Feuer machen oder Licht hat er nie gelernt, kann er einfach nicht. Doch ganz langsam, aber stetig knistert es in seinem Hirn. Etwas vollkommen Vergessenes beginnt er jetzt zu spüren. Erst weiß er nicht so richtig, was das eigentlich soll. Doch dann wird es ihm deutlich und er schreit, wie toll, ich spüre, ich kann denken, ich glaube, ich bin nicht blöd. Verdammt, wie war mein Leben vorher leer und öd. Und er grübelt weiter. Und das Abenteuer nimmt seinen Lauf. Selbst mitten in der tiefsten Nacht hört er nicht mehr auf. Und er entdeckt die Welten in seiner Fantasie, ist ganz allein mit seinen Träumen und so glücklich war er nie. Doch dann dauert es nicht lang. Er vermisst, was jeder braucht. Einen Partner, der ihm zuhört, der mit ihm untertaucht, mit dem er dann gemeinsam diese Reisen unternimmt und auf den Wellen seiner Ströme aufs offene Meer rausschwimmt. Genau in dieser Phase stellt die Schöpfungsmannschaft fest, dass auf dieser Basis sich weitermachen lässt. Und sie bemerken, im Grunde, so ist der Mensch nicht schlecht. Und sie schicken unserem Träumer das andere Geschlecht. Und somit überbringen sie ihm einen Vertrag, in dem geschrieben steht, er kann tun und lassen, was er mag. Nur eine Bedingung, eines fordern sie. Er kann forschen und erfinden, doch Waffen und den Bildschirm bei Todesstrafe nie. So. Ja, schöne Grüße via Bildschirm, Handy, aber unbewaffnet.